Ja, ich habe jetzt richtig viel Kohle nochmal getauscht, bis es wieder geblockt hat. Er ist nämlich wieder 16, nice. Komm her, du Wichser. Alter, wie sich immer diese Geistlichen davor drängeln, die keiner braucht, die nichts nutze sind. Das ist voll störend. So, ich habe mir jetzt zwei Effizienzspitzhacken von dem ertradet. Kohle, Eisen, Gammelfleisch hier rein, das auch da rein. Die Emeralds machen wir wieder hier hin zurück. Und dann mal gucken, was die Scheiße kostet, um sie zu kombinieren. Ah, stimmt, da kommt ja ein Effizienz 3 raus. Aber ist egal. Diamantachs, Effizienz 3. 3 Level, easy. Jetzt habe ich zumindest schon mal eine Effizienz 3 Spitzhacke. Pick, also hier. Weißt du, was ich meine? Mhm. So. Boah, ich mache mir die ganze Eisenscheiße aus meinem Inventar. Es regt auf gerade. Oh. So. Ich räume gerade mal mein Inventar auf. Das ist ja echt wieder belastend. Wenn wir unter unserem Dings so die Höhlen haben, Alter. Wo bist denn du? Digga. Ja, da wo ich vorhin zugebaut habe mit Erde. Also ach, du hast alles schon mit abgeholzt hier hinten? Okay. Ich bin gerade dabei, aber dann haben mich diese Zombie-Geräusche genervt und ich wusste ganz genau, woher die kommen, ey. Okay. Dann habe ich jetzt unten mal hier ausgeräuchert. Und gerade ein bisschen ausgeleuchtet, dass da nicht immer alles spawnt. Okay. Wollen wir schon direkt, bin ich jetzt schon direkt hier dran, das Moment, mal gerade gucken. Ich würde gerne noch ein bisschen planieren, weil das sieht alles noch ein bisschen, dass wir wirklich eine Menge Platz haben, weil ansonsten sind wir dann so eingeengt. Und noch, aber noch haben wir nicht genug Platz für die Dings, finde ich. Das so Lagerhaus. Was? Ach doch, das wird ja direkt hinten dran als großes Endgebäude wieder. Ja, aber da ist noch alles voller, da ist noch nicht so viel Platz, dass es passt. Ich würde sogar schon jetzt direkt hier an den Gang dranhängen, wo ich aufgehört habe, weil das passt perfekt. Ganz ehrlich, dann machen wir es nämlich hier so. Obwohl, ein bisschen Luft wäre noch gut eigentlich. Ja, ach. Machen wir doch ein bisschen Luft, okay. Wo muss ich denn jetzt wieder raus? Fuck, wo muss ich jetzt wieder raus? Machen wir es so. What the fuck, ey. Wir sind schon wieder 20 Minuten im Aufnehmen. Und ich habe nur mit so einem Villager mich rumgeärgert, ey. Beziehungsweise getradet ein bisschen. Ja, komm, mach mal, wie sagen, mach mal. Wie lange haben wir hier? Was haben wir hier? Abstand? Was haben wir auf der anderen Seite für einen Abstand gehabt? Hier haben wir ja voll viel Abstand. 3, 4, 5, 6, 7. Aber ich sollte auch nicht zu viel Abstand machen. Ansonsten müssen wir wieder 2 Stunden laufen jedes Mal. Ist auch scheiße. Aber hier? Auch nur 3. Ich würde sagen, wir haben von der Seite 3 und von hier sind es dann 3, 4, 5. Machen wir hier noch 1 und dann machen wir das dran. Die Höhle, die ist so groß, Alter. Der strickt sich noch in alle möglichen anderen Ecken, ey. Ja, der Gang ist mir zu lang. Das dauert so ewig, bis wir da sind. Mach mal so. Wird schon wieder dunkel, ey. Was man hier nicht alles findet, man, wenn man einfach mal aus. Ich bin gerade so tief in diese Höhle reingegangen und leuchte die komplett auf. Ich habe keinen Bock auf die Scheiße. Gespawne unter uns und dieses. Und dann dieses ja, Klick echt, okay. Von den verfickten Skeletten kriegt mich das immer so auf. Okay. Bin ich jetzt mal schnell hochgerannt. Müssen die Villager mal bald umsiedeln, vielleicht. Ganz ehrlich. Ich fuck das gerade hier ab, wie ich das eine Gehäuse. Das hier ist alles synchron, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Sieht jetzt hier aus. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, okay, nee, das ist asynchron. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unser Haus ist asynchron, alles klar. Du hast es gebaut. Ich habe das aber auch random gebaut.
Ich muss Rob da gerade nochmal eine Seite abkürzen. Also ich tue unsere ganze Eingangshalle mal eins nach hinten verlagern. Also easy einfach nochmal zwei Stacks und muss gerade mal gucken, wo ist unser Villager hingelaufen, der Bastard? Jetzt, wo ich hier die Türen offen habe, ist er bestimmt rausgelaufen, der dumme Idiot, ey. Er wird denn jetzt hier rausgelaufen, der Bastard? Junge, wo bist du, Missgeburt, jetzt hingelaufen? Wo ist unser Villager? Also der im Haus immer gelebt hat bei uns. Oh fuck, ich komme nicht mehr raus. Ach, da ist der, okay. Du bleibst jetzt da drin. Ich mach jetzt gerade mal. Ich habe vor unserem Brauhaus vor die Tür habe ich gerade mal Blöcke gesetzt, weil da eine Villager drin ist und ich gerade hier alles aufgerissen habe und der soll nicht rausgehen. Okay? Ja, ich habe mich, glaube ich, verlaufen. Läuft bei dir. Dann baue ich einfach hoch, wenn du unten bist. Ist doch gut. Und dann komm hierher mit den Koordinaten halt. So. Ich krieg noch Eisen, nice. Zack. Wunderbar. Haben wir mal einen halben Stack Eisen gefahren. Einfach nur mal random. Oh ne, nicht wieder. Nice. Ja, da. Ja, wo waren uns? Machen wir die hier rein? Ne? Da. Da oben hier, jetzt hier runtergebaut. Ich hab keine Erde dabei, im Ernst. Geil. Alter. Wo ist jetzt hier das Loch, wo ich mich durchgebaut hab, Mann? Ich habe hier oben gerade unseren Gang runter, musste ich gerade ein bisschen einreißen. Weil du weißt ja, wo unser Gang ist. So. Hallo. Da hinten habe ich mich durchgebaut. War voll am Arsch der Welt, ey. Läuft. So. So. Ich war noch eben gerade noch Setzling. Wo sind die jetzt hin? Oh, das Wasser hat nicht viel gebracht, Mann. Was für ein Wasser? In die Augen, was ich mir in die Augen gemacht habe. Läuft bei dir. Meine Augen kommen schon wieder an. Hallo, Augen. Halt auch. Die hören bestimmt auf dich. So. Alles klar. Die Tür kommt jetzt wieder hier rein. Der Knopf wieder dahin. Hab ich gerade falsch rum angesetzt? Sag mal, die Bäume wieder abfällen. So. Holzplatte. Holz brauchen wir nämlich. Das sieht jetzt ein bisschen verkrüppelt hier aus, aber ist halt so. So, ansonsten ist das Haus unsymmetrisch. Das wäre viel schlimmer. So. So, okay, das passt doch. Dann haben wir nämlich alles hier genau gleich lang, dann ist es nämlich perfekt. Hier haben wir dann 3er Abstand, da haben wir 5er Abstand. Und wir machen das Ganze auch genauso lang. So. Man ist halt dann nach hinten vielleicht ein bisschen breiter, aber ansonsten sehen halt die Dinger scheiße aus. So. Zack. Zack. So einen kleinen Thronraum zu bauen. Es geht nicht, ansonsten sind die, guck doch mal die Häuserkomplexe an, ansonsten sind die asynchron nach vorne. Sind die vorne länger und die anderen kürzer. Außerdem, der wird nach hinten ja durchgehen noch, ne? Der Gang endet ja da. Und es geht nach hinten ja noch. So. Das endet ja hier in dem Raum, ne? Und der geht halt nach hinten, keine Ahnung, wie weit wir das machen. Aber schon weit. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir wieder so ein Reihensystem machen, wie wir es in Apex hatten. Ich höre immer noch Zombies. Dann schnetzeln sie. Und das ist eine Witch, Bitch. Move, Bitch? Ja, ich brauche eh Level, von daher. Auf geht's! Erstmal Vergiftung. Oh, aua. Und Vergiftung kassiert? Schade. Dieses Kleid, die haben richtig Mumpen mit, Alter. Ich weiß, ja. Das ist das Problem an der 1.
Aber ich gehe auch aber mit Skeletten habe ich jetzt in letzter Zeit gar keine Probleme mehr, weil ich einfach immer dann mit dem Schild anfange zu blocken, weil die auf mich schießen. Ich blocke immer, weil wenn ich weiß, ich habe diesen Rhythmus heraus, wenn die schießen, dann blocke ich kurz, dann renne ich weiter auf sie zu und dann blocke ich wieder und so weiter und so fort, weißt du? Wir machen schon, ohne Scheiß, wir müssen echt noch ein bisschen weiter mal hier absperren, weil die schon ziemlich nah hier an unserem Haus, wo ich jetzt gerade baue, sind schon wieder, ist schon dunkle Zone. Ach nee, Alex, was denkst du? Wieso denn? Ja, eine Mauer. Es ist ein Unterschied zwischen einer Mauer oder ein bisschen ausleuchten. Holy shit! Läuft bei dir. Ah, das Pferd ist vergiftet worden. What the fuck, ey? Ach komm, Pferd, ich erlöse dich. Ja, das ja, wenn du die Folge tust, du ähnlich, aber wenn. Mir ist halt egal. Ach, was? Ich weiß, ich gerade ein armes Pferd gekillt habe, sag ich mir, Antonia juckt mich nicht. Hä, wieso? Pferd hat doch nichts mit Pferde. Ah, aber Tiere. Wow, Alter, das ist. Man killt nur Tiere in Minecraft, Alter. Tiere sind dafür nicht da, gekillt zu werden, Alter. So. Na komm schon. Ach, come on. Irgendwie hasse ich immer Dächer bauen. Jetzt müssen wir noch ein paar Klosterlampen da wieder machen. Ne? Ja. Aber erstmal müssen wir hier auf den Boden rumfließen. Ah, ich höre es hier auch schon wieder in unserem neuen Lagerraum. Ich höre schon wieder. Unter, unten drunter. Ja, unter unserem Lagerraum geht richtig die Party, Pierre. So. Was ab, Nigga? Wieder aber auch die ganze Zeit anzeigt, dass es geht nicht. Ah, sorry, ich muss kurz mal oben Bitchslap verteilen, meine Eltern. Bitchslap links, Bitchslap rechts. Oder eher meine Mutter. 1, 2, 3. Hab ich schon gedacht, du gibst deinem Vater kein Bitchslap an. Der gibt mir einen. Und der ist dann 10 mehr härter als meiner. Boah, ich hab so viel Müll. Wie in real life, hä? Ja. Alex, guck mal in die Truhe rein hier. Easy, oder? Holz. Moment. Unser rohes Holz. Aber ja, keine Blöcke. Ja. Kann man gerade so machen. Easy, oder? Ja, easy. Ach so, jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. Hashtag Grenzbolzen. So. Hashtag juckt mich nicht. Hashtag deine Mutter durch meinen Schwanz, Alter. Welchen so. Schwanz? Oh, Mann. Alter, wir haben kein Blase mehr. Mama! Abwischen! Wir haben kein Platz mehr! Haben wir auch nicht, ey. Wann machst du denn die Kohle bei Dings rein? Um Eisenmann. Ist einfach reingeschiftet, hab man. Mann, was soll die Scheiße? Hab's einfach reingeschiftet, was ist da, du? Ich hab doch keinen Bock, das rumzusortieren, Alter. Sieh ich aus wie ein Nigger, ey? Ja, natürlich. Du, I look einer. Like a Nigger. Ja, du bist doch ein Nigger, Alter. Du bist der größte Nigger auf der ganzen Welt, Mann. Nö. Doch. Nö. Schwarz. Wie deine Mutter. Die ist auch schwarz. Nee, die ist gelb. Und die hat die Gelbsucht. Läuft bei dir, Alter. Du willst dich sofort mit deiner Mutter an Gelbsucht stellen, will, ey? Nein. Nein. Oh, nein. Scheiße. Oh Gott. Ich brauche meine Mutter noch zum Essen machen. Jo, wahrscheinlich. Mama, Essen. Was anderes ist ja auch nicht da, ne?